Resilienz ist quasi das Immunsystem der Seele. Wir sind hier im Stadtteilzentrum Kult 9 und führen hier ein Resilienzseminar durch. Also Resilienz kann man lernen. Das ist keine angeborene Fähigkeit, sondern die kann man trainieren. Und das tun wir hier mit diesem Seminar. Wir haben nicht nur eine behinderte Tochter, wir haben auch zwei gesunde Kinder. Da ist auch das Thema, wie teile ich mich auf zwischen den Kindern tatsächlich? Und wie ist die Verteilung dann auch richtig? Muss ich mehr für das behinderte Kind da sein? Was mache ich dann mit den gesunden Kindern, wenn die zu mir kommen? Und wo bleibt letztendlich auch noch die Zeit für mich natürlich? Und da wirklich Strategien zu entwickeln, wie gehe ich damit um? Was ist der richtige Weg, auch für mich selber? Womit werde ich selber glücklich dann? Das, denke ich, kann man wunderbar in so einem Workshop, in so einem Training entwickeln. Vielleicht auch wirklich überlegen, wo finde ich Unterstützung für gewisse Situationen. Also es ist, denke ich, ein ganz großer Blumenstrauß, wo man sich dann ja Hilfen schaffen kann an der Stelle. Also stark werden und stark bleiben. Wenn das Leben dir Zitronen schenkt, mach Limonade draus und das kann man lernen.